Gesetz 31. Die Strategie der inneren Front. Von innen angreifen ist hier die Devise. Schaffen wir es im feindlichen Lager, also quasi im Gegner selbst eine Front zu errichten, stellen wir für ihn einen hartnäckigen Gegner dar. Das Vorgehen gegen eine innere Front ist in aller Regel ein kritisches Unterfangen. Auf eigenem Grund und Boden Krieg zu führen ist nämlich eine schwierige Sache. Einerseits ist entschiedenes Vorgehen gefragt, um die Angriffe zu erwidern. Andererseits kann man durch einen Angriff, welcher in den eigenen Reihen stattfindet, sich selbst Schaden zufügen. Natürlich ist das alles sinnbildlich zu verstehen. Nehmen wir zum Beispiel eines der Hauptargumente, auf die sich die andere Partei stützt, gekonnt auseinander, so haben wir nichts anderes als eine innere Front geschaffen. Womöglich haben wir soeben die wahren Beweggründe des Gegenübers offengelegt. Was hier beschrieben wird, ist das Unterwandern des Gegners. Und das ist nur möglich, wenn wir den Gegner kennen. Daher kann es empfehlenswert sein, sich in die Lage des Gegners zu versetzen, um zu lernen, wie er zu denken. Sich mit dem Gegner an einen Tisch zu setzen oder sich mit Anhängern der Gegenseite zu befassen, kann ein guter erster Schritt sein. Es kann sich als weitaus effektiver erweisen, Fehler in einer Argumentation der Gegenseite zu suchen, anstatt anderweitige Vorwürfe zu entwerfen, die wir uns notfalls aus den Fingern hätten saugen müssen. Das entzieht dem Gegner nach und nach seine Macht. Anhänger werden sich abwenden unter der erdrückenden Last der Vorwürfe. Selbst der stark polarisierende Machiavelli war der Auffassung, dass ein guter Herrscher, der mit sich im Reinen ist, keine Sorgen um eine derartige Unterwanderung haben muss. Eine innere Front kann nur unter entsprechenden Bedingungen Bestand haben und dennoch sind diese Bedingungen bei den meisten unserer Gegenspieler anzutreffen. Ich verweise an dieser Stelle auf die Strategie der Rechtschaffenheit, wie ich sie beim 25. Gesetz vorgestellt habe. Wer Aufrichtigkeit an den Tag legt, der braucht sich keine Gedanken, um die Gefahren einer inneren Front zu machen, denn dort, wo Authentizität anzutreffen ist, kann keine innere Front lang Bestand haben.